Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzen. Mein Name ist Toni Böhmer und heute geht es um das Thema Optionsscheine. Nach dem Intro geht's gleich los, also bleibt dran. Ich möchte euch heute kurz und knapp etwas über Optionsscheine erzählen. Optionsscheine zählen zu den Derivaten und sind verbriefte Optionen. Eine Option ist ein Recht, also man hat das Recht, die Option einzufordern, aber nicht die Pflicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Bestimmte Sachen wie zum Beispiel Aktien, Rohstoffe oder da zählen dann auch mit Indizes mit rein, wie zum Beispiel der DAX, Anleihen, Währungen oder auch ETFs. Zu einer bestimmten Zeit, das natürlich in Zukunft gerechnet, deswegen sind das auch Termingeschäfte und natürlich vorher zu einem vorher festgelegten Preis die Option oder den Optionsschein zu kaufen oder zu verkaufen. Was ist wichtig bei Optionsscheinen? Jeder Optionsschein hat eine WKN-Nummer. Somit weiß man ganz genau, was drin steckt. Ich habe euch rechts einfach mal meinen Screenshot vom Handy hineingefügt. Da seht ihr einen Optionsschein auf die Nvidia Corporation und da geht der Pfeil unten bei Informationen auf die WKN-Nummer. Das ist hier der Fall TT3RHK. Diese könnt ihr auch suchen, nicht nur über die WKN-Nummer, sondern über die ISIN-Nummer. Die steht da im Prinzip einfach eins weiter drüben. Dann haben wir den Market Maker, das ist auch der Emittent, also im größten Fall ist das auf alle Fälle der Emittent. In dem Fall ist es die HSBC Bank, also wenn man bei Trade Republic Optionsscheine handelt, dann steckt da eigentlich, soweit ich weiß, immer die HSBC Bank mit dahinter. Wir haben hier einen Call-Optionsschein. Da nimmt man natürlich an, bei einem Call-Optionsschein, dass der Kurs steigt. Das haben wir auch bei den Informationen. Ihr seht es an dem Pfeil einmal bei Informationen oder auch ganz oben links Call at 740 Nvidia Corporation. Dann haben wir den Basiswert. Der Basiswert ist hier die Aktie von Nvidia. Das seht ihr auch unten bei Informationen. Der Basiswert, wie wir vorher schon besprochen haben, können natürlich verschiedene Dinge sein, wie Anleihen, wie wir gesagt haben, auch Indizes, also der DAX und, und. Dann haben wir als nächstes, was wichtig ist, das Bezugsverhältnis. In diesem Fall, bei dem Optionsschein, ist es das Bezugsverhältnis 0,1. Daraus folgt, man benötigt 10 Optionsscheine, damit man eine Aktie von Nvidia abdeckt. Wir können das mal ganz kurz durchrechnen. Wenn wir 0,1 sozusagen das Bezugsverhältnis ist, brauchen wir 10 Stück. Ein Optionsschein kostet, dort oben seht ihr es bei Kennzahlen, einmal Bid und einmal Ask. Wenn wir kaufen, dann geht uns das Ask an, also das heißt die 7,43 Euro. Dafür kaufen wir und wenn wir verkaufen würden, dann wäre es das Bid. Wir würden es verkaufen für 7,37 Euro. Also können wir rechnen, die 7,43 Euro, also das Ask mal 10, sind wir bei 74,30 Euro, müssten wir bezahlen, also Kapital aufnehmen, damit wir eine Nvidia-Aktie, die gerade aktuell 510 Euro wert ist, abzudecken. Also wir brauchen nur einen Bruchteil davon, um eine Nvidia-Aktie zu handeln. Als nächstes haben wir die Fälligkeit. Ab diesem Datum verfällt der Optionsschein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das steht ganz, ganz unten. Wir haben den ersten Handelstag, das war der 14.09.20. Und der letzte Handelstag oder der Einlösungstermin ist der 18.01.23. Wir haben hier natürlich relativ lang noch Zeit, diesen Optionsschein zu handeln. Aber ab diesem Datum verfällt er. Was viele nicht beachten oder vielleicht auch nicht wissen, wenn natürlich in der Zeit extrem viel Rendite gemacht wird mit dem Optionsschein, also wenn der für uns läuft, also im Prinzip, wenn wir Call, gehen wir auf steigende Kurse, also Nvidia entwickelt sich schon vor dem 18.01.23 in unsere Richtung, dann können wir den natürlich vorzeitig auch schon verkaufen. Wir müssen nicht warten, bis das Einlösetermin, also der 18.01.23 stattgefunden hat, weil das, wie gesagt, da entfällt dann der Optionsschein. Jetzt stellen wir uns einfach mal die Frage, ob Optionsscheine Zockerei generell ist.
Da habe ich jetzt in der Mitte einmal den Verlauf der Aktie von Nvidia, also die ganz normale Einzelaktie. Hat einen Wochenverlauf gehabt von 6,89% ins Plus gelaufen. Dann haben wir einmal den Optionsschein A, also das ist die erste Variante. Hier haben wir eine Fälligkeit zum 16.04.22, auch wieder Call-Optionsschein, also auf steigende Kurse wette ich hier. Also ich gehe davon aus, dass am 16.04.22 die Nvidia-Aktie bei $660 steht. Das ist jetzt Variante A, also Optionsschein A. Dann haben wir natürlich noch den Optionsschein B. Da ist die gleiche Fälligkeit, auch wieder Call, also steigende Kurse, mit einem Strike bei 840. Also hier spekuliere ich, dass der Kurs der Nvidia-Aktie wesentlich höher ist am 16.04.22. Deswegen sehen wir schon an diesen beiden Beispielen, dass der Optionsschein A einen kleineren Hebel hat, weil der hat eine Performance gemacht von 29,06% im Vergleich zum mittleren Bild oder zur Einzelaktie von 6,89%. Der Optionsschein B hat einen größeren Hebel, weil der hat im Prinzip in der Woche schon 45,16% gemacht, was natürlich im Vergleich zur Mitte oder zum Optionsschein A nochmal wesentlich höher ist. Also kann man hier davon ausgehen, dass natürlich der Hebel hier auch größer ist. So würde ich meiner Meinung nach auch die Optionsscheine aussuchen, zwecks dem Hebel. Weil das genaue, das genaue Ausrechnen wird hier wohl ein bisschen schwerer sein bei Optionsscheinen, aber man kann es ruhig wirklich ganz entspannt in diese Richtung machen, dass man wirklich guckt, okay, mein Optionsschein hat in der Woche die Performance gebracht und das einfach vergleicht mit der Einzelaktie. Kommen wir nun zum Fazit. Bei längerer Laufzeit des Optionsscheins oder niedrigerem Strike hat man einen kleineren Hebel und kleineres Risiko, wie im Beispiel Optionsschein A links im Bild. Dann haben wir einmal bei kürzerer Laufzeit des Optionsscheins oder höherem Strike, was Optionsschein B ist, also ganz rechts im Bild, haben wir einmal einen größeren Hebel und natürlich ein größeres Risiko oder wenn man es ins Positive dreht, natürlich auch mehr Chance, Gewinne einzufahren. Das ist ganz, ganz wichtig zu betrachten und so kann man auch den Hebel ja grob bestimmen. Kommen wir nun zu den positiven Dingen von Optionsscheinen. Es wird weniger Kapital benötigt, um eine Aktie abzudecken. Das haben wir schon gesagt gehabt bei dem Beispiel davor. Wenn wir im Prinzip 10 Optionsscheine zu 7 Euro noch was brauchen, müssen wir ein Kapital aufnehmen von 70 Euro, um halt eine Einzelaktie von Nvidia im Wert von 500 Euro abzudecken. Also man benötigt hier auf alle Fälle weniger Kapital. Der Hebel ist hier immer wählbar, also großer Hebel, großer Gewinn, logischerweise kleiner Hebel, kleiner Gewinn. Dann, man kann auf fallende oder steigende Kurse wetten. Natürlich, wie ihr wisst, wenn ich eine Einzelaktie kaufe, dann kann man das natürlich immer nur auf steigende Kurse wetten. Aber bei Optionsscheinen ist natürlich auch die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu wetten. Natürlich gibt es nicht nur Positives, sondern auch Negatives. Und zwar, es kann ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals entstehen. Also das, was ich an Optionsschein kaufe, also das Kapital, was ich dort hineinsetze, kann natürlich auch in einen Totalverlust enden. Das sollte einem immer bewusst sein. Eine Optionsprämie muss immer bezahlt werden. Natürlich bezahlt ihr, entstehen auch Kosten für euch, wenn ihr Optionen, also Optionsscheine kauft. Das ist dann natürlich auch immer meistens die Prämie, die ihr bezahlt. Das sollte euch auch mit bewusst sein. Dann ist die Laufzeit immer begrenzt. Also ihr seid dann doch schon unter zeitlichem Druck. Bei einer Einzelaktie, wenn sie mal gegen euch läuft und ihr seid im Minus, dann könnt ihr das aussetzen und nach vielleicht 3-4 Jahren geht es wieder ins Plus. Bei Optionsscheinen seid ihr natürlich, ist es begrenzt auf 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre oder nur Monate. Deswegen sollte bis dahin doch schon alles gut laufen für euch. Falls es nicht ist, dann verfällt der Optionsschein und ihr könnt, wie bei erstens schon erzählt, einen Totalverlust erleiden. Dann ist natürlich noch wichtig, bei Einzelaktien, wenn denn das Unternehmen Ausschüttungen, also auch Dividenden auszahlt, dann bekommt ihr welche. Bei Optionsscheinen ist das hier wiederum nicht der Fall. Dann gibt es natürlich noch ein Emittentenrisiko bei Optionsscheinen.
Scheinen ist das der Fall. Bei Optionen, das ist wiederum was anderes, ist das nicht der Fall. Also wenn der Emittent, in dem Fall jetzt von Trade Republic, die HSBC Bank, insolvent ist, dann ist auch euer Geld weg. Das sollte euch klar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das war jetzt erstmal eine ganz kurze Zusammenfassung, was Optionsscheine sind. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Hier fehlen natürlich noch ein paar kleine Eckdaten, die ich aber jetzt erstmal nicht als wichtig empfinde. Um erstmal hineinzutauchen in die Welt der Optionsscheine, sollte das jetzt erstmal reichen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ich noch ausführlicher in das Thema einsteigen soll, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare. Dann würde ich nochmal ein extra Video machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne doch ein Like da und wir sehen uns. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zum Thema Optionsscheine. Das war jetzt eine Kurzfassung, das sollte euch bitte bewusst sein. Ich habe jetzt nicht alles dort hineingepackt, denn es gibt natürlich noch wesentlich mehr über das Thema zu erzählen. Wenn es euch interessiert, dann würde ich noch mal ein ausführlicheres Video machen. Das Video soll einfach nur dafür da sein, dass ihr mal reintaucht in das Thema, euch mal damit beschäftigt, überhaupt mal wisst, was die ganzen Optionsscheine so machen, was wichtig ist und was nicht. Wenn dir die Kurzfassung gefallen hat, dann lasst mir, wie gesagt, bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.